Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Video nach der Premiere von Disney Pixar's Luca. Da es eine Filmreview ist, möchte ich eine Spoilerwarnung herausgeben. Wer den Film noch nicht gesehen hat und nicht gespoilert werden möchte, sollte jetzt besser auf Stopp drücken und das Video erst angucken, wenn er den Film gesehen hat. Er lief ja am 18. Juni, also gestern an, auf Disney Plus. Und ich habe ihn natürlich gleich angeschaut. Und ich möchte jetzt in diesem Video einen kurzen Abriss von der Story geben. Wie gesagt, da sind ein paar Spoiler dabei und meine Meinung zu dem Film. Und das mache ich anhand von diesem wunderschönen Buch, das ich ja schon in einem anderen Video vorgestellt habe. Weil ich möchte keinen Filmausschnitt bringen oder ja, ich möchte das so eben machen. Also, es geht, wie gesagt, um ihn hier, Luca, ein sogenanntes Seeungeheuer. Es wird leider nicht der Name der Spezies erwähnt, was Luca jetzt eigentlich und seine Artgenossen eigentlich wirklich sind. In der Geschichte geht es darum, Luca trifft auf Alberto, er ist auch ein Seeungeheuer. Und Alberto ist von der Oberfläche, also von der Welt der Menschen, sehr begeistert. Er sammelt auch immer das, was die Menschen so ins Wasser fallen lassen. Und Luca ist ein braver Junge, der sich um Fische kümmert. Die Fische, die sind in dieser Welt, in dieser Unterwasserwelt, sowas wie bei uns Schafe oder Kühe. Und er ist so etwas wie ein Schafshirte oder ein Kuhhirte, ja. Fischhirte. An der Oberfläche haben Seeungeheuer die Angewohnheit, sich also menschliche Gestalt anzunehmen, beziehungsweise wenn sie trocken werden. Wenn sie nass werden, nehmen sie ihre echte Gestalt an. Und wenn sie trocken sind, dann ja, sehen sie aus wie wir Menschen. Alberto ist ein sehr selbstbewusster und ja, wilder, abenteuerlustiger Junge und Luca ist eher lieb, schüchtern und ruhig. Was mir aufgefallen ist, dass die beiden ähnlich wie Aliens unsere Welt sehen und erforschen. Also eine Mischung aus Aliens, die jetzt irgendwie unseren Planeten noch gar nicht kennen und kleinen Kindern, die wo sich aus dem, was sie sehen und erleben, praktisch so ihre eigene Welt zusammenbasteln. Also die zwei sind ganz begeisterte Vespa-Fans. Das sind diese Motorroller, die wo in Italien sehr bekannt sind. Sie haben auch auf ihrer kleinen Insel hier so eine Art Refugium, wo die beiden dann sich zurückziehen und halt, ja, wie es halt auch Kinder so machen, Pläne schmieden und Fantasie ausleben, Tristas, Tralala. Und es wird hier schon schnell bei dieser Szene klar, dass Alberto, der Mutige von den beiden, Luca so ein bisschen aus der Reserve locken möchte und mit dem Spruch Silenzio Bruno dazu motivieren möchte, ein bisschen mehr Mut zu haben und sich auch mehr zu getrauen. Und das ist das Symbolische, ist diese Abfahrtsrampe hier, wo die beiden dann runterfahren und ins Meer, ins Wasser stürzen und da natürlich ihre echte Form aussehen annehmen. Ja, und genauso wie Außerirdische auch tun, sehen sie irgendwann, naja, oh, die Stadt, das wär's doch. Übrigens, Lukas Eltern sind ein bisschen streng und die wollen Luca in die Tiefsee schicken, um ihn vor dem schlechten Umgang zu bewahren und vor allem den Gang zur Oberfläche, weil an der Oberfläche die Meeresungeheuer gejagt werden und ja, und das ist eine potenzielle Gefahr für Luca und Alberto ist, sieht man auch hier an diesem Brunnen. Habe ich ja in den ersten Luca-Theorie-Videos schon ein bisschen anklingen lassen, welche Bedeutung hat das Ganze. An der Oberfläche treffen die beiden natürlich auf den bösen Ercole. Das ist so ein typischer Stadt-Raudi-Bulli. Ähnlich wie Biff bei Zurück in die Zukunft. Der hat auch noch zwei Kumpane, die sind jetzt hier leider nicht abgebildet. Und die zwei treffen natürlich auf den. Und er zeigt natürlich, dass er der Arsch
in dieser Geschichte ist. Es ist ein Angeber, alle haben Angst vor ihm. Und Dreh- und Angelpunkt für den Ganzen ist letztendlich ein Wettbewerb, der in Porto Rosso, so heißt diese fiktive italienische Kleinstadt an der italienischen Riviera, ein Wettkampf stattfindet, nämlich der besteht aus Schwimmen, Spaghetti essen und Fahrradfahren. Und hier kommt dann Giulia dazu, die wobei diesen Wettkampf immer verliert und Ercole eben immer gewinnt. Und Luca und Alberto, die sehen, boah, sie hätten gerne eine echte Vespa. Mit dieser Vespa wollen die beiden nämlich die Welt erobern und frei sein und sagen sich, hey, bei dem Wettbewerb machen wir mit. Bloß, wir haben einen Nachteil, nämlich, wenn wir schwimmen, dann sehen wir ja so aus. Und das dürfen aber die anderen nicht sehen. Und dann machen sie einen Deal mit Giulia, hey, du schwimmst, ich esse und Luca, ich kann Fahrrad fahren. Das ist dann auch ganz witzig, weil nämlich Luca Fahrrad fahren lernt. So wie wir es als Kinder auch gelernt haben, den Berg runter und unsicher und wackelig. Aber mit jedem Zentimeter, wo er fährt, bekommt er mehr Selbstvertrauen. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt von der Geschichte. Letztendlich kommt es natürlich raus, dass nicht nur die Katze, sondern auch die anderen Menschen drumherum herausfinden, wer Alberto oder was Alberto und Luca wirklich sind. Und zwar kann man nicht nur im Meereswasser nass werden, sondern auch beim Regen, was bei diesem Porto Rosso Cup, dem Triathlon, den ich eben beschrieben habe, auch passiert. Er will natürlich mit einer Harpune Jagd auf die kleinen Fische machen. Giulia stellt sich dann auf die Seite ihrer Freunde. Übrigens gibt es da dann auch noch eine Szene, wo Alberto und Lukas sich, ja, Spoilerwarnung, sich prügeln, weil Luca sehr begeistert ist von dem, was Giulia so macht und sich interessiert, weil im Gegensatz zu, wie gesagt, das kann ich euch in einem anderen Buch mal geschrieben zeigen, im Gegensatz zu Alberto ist Luca eher ruhig und nicht so abenteuerlustig und er findet halt Gefallen daran, dass Giulia Bücher liest über den Weltraum und die Sterne, und Luca ist davon total begeistert und würde eben gerne auf diese Schule gehen, wo Giulia hingeht, und Alberto will aber ja, mit seinem Freund auf dieser Insel sein, in diesem Refugium, und dann mit der gewonnenen Vespa die Welt erobern. Und dann gibt es eine Szene, da bin ich richtig traurig geworden, nämlich Luca tut so, als wenn er ein normaler Mensch wäre, und enttarnt oder entlarvt praktisch Alberto als das böse Seeungeheuer. Hier, das wird so richtig gefährlich. Und Giulia bekommt aber natürlich heraus, dass auch Luca ein Seeungeheuer ist. Dann gibt es diese Szene hier, die ist auch ja, eine Mischung aus traurig und herzerwärmend, weil es kommt halt heraus, dass Alberto schon sehr, sehr lange in diesem Turm lebt und auf seinen Vater wartet und der nie zurückkommt. Und das war so der erste Moment, wo ich so, wo es richtig traurig wurde. Dann kommt natürlich der Wettkampf, wo Luca beschließt, er macht ihn alleine und hat eine pfiffige Idee, er zieht einfach einen Taucheranzug an, dass er sich nicht verwandelt. Er isst die Spaghetti alleine und er fährt auch das Radrennen. Hier im Hintergrund übrigens, das sind Lukas Eltern, die natürlich auch an der Oberfläche menschliches Aussehen haben. Die machen sich natürlich Sorgen und sagen, nee, oh, unser Sohn und da, da, da. Und sie sehen aber, was er so alles kann. Dann ändern sie ihre Meinung. Hier kommen sie dann in den Regen, verwandeln sich und am Ende sehen die Leute, nein, nicht zwei Seeungeheuer sind das, sondern Alberto und Luca. Und der Böse, der stürzt natürlich und ist in Anführungszeichen besiegt. Das ist übrigens jetzt nicht so, dass da jetzt richtig gekämpft wird mit dem Bösen. Aber dazu komme ich gleich. Was mich dann wirklich, ja, traurig gemacht hat, das war der Schluss.
Ich komme dann gleich noch dazu, was sind meine Lieblingsszenen und was sind meine traurigsten Szenen. Das ist diese Szene hier. Nämlich natürlich, sie gewinnen das Rennen und das Geld für die Vespa, aber Alberto möchte, dass sein Freund Luca, dass der glücklich ist, verkauft die Vespa und sorgt dafür, dass er eine Fahrkarte kriegt, um mit Julia auf diese Schule zu gehen. Und das ist dann der Abschied praktisch. Und das ist die Szene. Ja, ich will nicht sagen, ich habe geheult, aber das war schon sehr traurig, sehr ergreifend. Vor allem, die haben sich zum letzten Mal nochmal umarmt. Luca wollte, dass Alberto mitgeht. Alberto hat gesagt, nein, er wird hier gebraucht. Er will Julias Vater beim Fischen helfen. Und ja, soweit die Geschichte. Ich habe jetzt auch noch mehr. Hast sehr viel gespoilert. Jetzt zu meinem Fazit. Wer eine Geschichte sucht oder einen Film sucht, wo es reißerische Action gibt und wilde Verfolgung und ja, bösen schwarzen Humor, der wird bei Luca vergeblich suchen. Es geht um Freundschaft, meiner Meinung nach um Freundschaft, die in freundschaftliche Liebe sogar geht. Es wurde ja lange spekuliert, ist das die erste die erste Queer-Story, weil ja Luca und Alberto ja männlich sind. Aber nein, dem ist nicht so. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Coming-of-Age muss nämlich nicht zwangsläufig irgendwas Gleichgeschlechtliches sein, also gleichgeschlechtliche Liebe sein, sondern es geht um eine tiefe Freundschaft, die sich entwickelt. Und meine absolute Lieblingsszene, die vielleicht finde ich die in dem Buch, Moment, die ist wirklich fast ganz am Anfang, wo Luca und Alberto in ihrem Turm sitzen und träumen, boah, eine Vespa, wie cool, und wir bauen uns selber eine, und hat Luca immer mehr und mehr Selbstbewusstsein gewinnt und sich dann traut, diesen Hügel darunter zu fahren. Das ist so meine Lieblingsszene eigentlich. Der Schluss ist sehr ergreifend. Es wird auch im Abspann dann darauf angedeutet, dass halt Luca dann in der anderen Schule ist und dass die beiden sich schreiben und telefonieren und so weiter und so fort. Aber es wird nicht in Aussicht gestellt, dass die beiden sich nochmal in echt sehen. Was natürlich nicht hundertprozentig stimmen muss, weil Julia ja auch im Sommer immer ihren Vater in Porto Rosso besucht. Und es wurde auch angedeutet, dass sie ja auch ein paar Mal bei diesem Rennen mitgemacht hat. Das heißt, wenn es dann wieder Sommer ist, kommt ja Luca wieder nach Porto Rosso und dann sehen sich die beiden. Ich bin nicht jemand, wo jetzt sagt, ja, das ist ein Pluspunkt, das ist ein Minuspunkt und so weiter. Das mache ich nicht so gerne, aber ein paar Punkte möchte ich hier noch anmerken. Der erste, es wird nicht erwähnt, welche Spezies Luca und Alberto und ihre Artgenossen haben. Sie haben auch verschiedene, kann man das Hautfarbe nennen oder Schuppenfarbe, also sie sind ja verschiedenfarbig. Es wird auch nicht näher beleuchtet, ob es vielleicht irgendeine böse Vergangenheit gibt. Wo ich über den Film spekuliert habe, habe ich gedacht, dass er vielleicht oder seine Vorfahren oder seine Familie irgendwas damit zu tun haben, dass da Seeungeheuer vielleicht mal besiegt wurden oder irgendwie. Das war aber alles nicht der Fall. Bei dem anderen Punkt war letztendlich eine sehr subjektive Sicht auf die Freundschaft letztendlich von den dreien. Was mir gut gefallen hat, war, wo Luca sich so begeistert hat für Julia, beziehungsweise für Julias Bücher, nicht für Julia selbst, war dann so, sehen Sie irgendwo, da sieht man es nicht, aber dass halt dann Alberto richtig eifersüchtig wurde. Das habe ich irgendwie witzig gefunden. Und was ich halt sehr berührend fand, war natürlich, das sieht man jetzt da nicht, aber da gab es eine Szene, wo Luca dann Alberto im Turm sucht und wo dann in dem Turm alles zerrissen und kaputt gemacht wurde und durcheinander geworfen wurde von Alberto, der natürlich sehr traurig war, weil er jetzt
ja, seinen Freund in Anführungszeichen verloren hat. Was ja am Ende dann tatsächlich so ist. Ich denke, der Schluss macht trotzdem Sinn, weil wie kann man jemandem seine Freundschaft oder Liebe besser beweisen, indem man möchte, dass es ihm gut geht. Und das ist ja Lukas Wunsch gewesen, auf diese Schule zu gehen. So, ja, das war's. Jetzt ist es die Zeit nach der Premiere. Ich werde den Film bestimmt noch öfters angucken. Ich werde auch gucken, ich habe auch Merch bestellt. Es ist noch unterwegs, also es ist noch ein Buch unterwegs mit einer CD. Die Musik, den Soundtrack kann ich auch unbedingt empfehlen. Es ist eine Mischung aus so nostalgischer, angehauchter italienischer Musik und natürlich auch modern. Die Synchronstimme, ich glaube von Ercole, die deutsche Synchronstimme ist wie heißt er nochmal? Giovanni Zarella. Also wenn der Name was sagt. Ansonsten, ja, sehr empfehlenswert und ich werde euch auf dem Laufenden halten, was die diese Figuren. Ich habe Alberto und Luca Figuren bestellt. Die zeige ich natürlich auch und halte euch auf dem Laufenden. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Zeit, einen schönen Sommer. Guckt euch Luca an, wenn es möglich ist. Und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao!